tolle Beziehung. Hallo Manfredo, ich lebe in meiner Wohnung mit meiner Schildkröte Manfredo zusammen. Endlich mal wieder eine lesbische Kandidatin auf der Suche nach einer Frau. Kann gerne auch älter sein als ich, irgendwas zwischen 30 und 40. Oh, 40 ist ja schon ganz schön älter, ne? Und ein ganz tolles Fotoshooting. Ich weiß nicht, du musst einfach nur machen, glaube ich. Ich muss nur machen, bin ich was, ja, Profi-Modell oder was? All das und noch einiges mehr gab es in der großen Aufrufsendung für Bauer sucht Frau 2021. Und da ich jetzt schon glaube, dass diese Staffel ziemlich gut wird, werde ich sie natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Ich wünsche viel Spaß. Der erste Kandidat heute heißt Henno, ist 25, kommt aus Friesland und spricht eine wundervolle Sprache, die ich übrigens auch ein bisschen kann und bei der mich ernsthaft mal ein Kind gefragt hat, ob ich deswegen ein Alien bin. Ich soll eine Frau to leave him. Ja, das war Plattdeutsch und heißt so viel wie, dass er eine Frau zum Liebhaben sucht. Denn dafür hat er zwar schon jemanden, aber der ist wahrscheinlich für manche zwischenmenschlichen Sachen jetzt nicht so gut geeignet. Super. Im Moment ist mein Hund Buddy mein treuster Begleiter. Ja. Ja, ansonsten hat Henno noch ein Hobby, das ich ihm auf den ersten Blick gar nicht unbedingt zugeordnet hätte. Ich hoffe nur, er hat nichts mit den Hells Angels zu tun. Mein Hobby ist das Motorradfahren. Ich bin an einem Motorradclub. Sympathisch und auch ansonsten wirkt Henno gerade in Bezug auf Frauen wirklich sehr erwachsen, denn viele Sachen sind ihm gar nicht so wichtig. Ob die Frau jetzt blond oder brünett ist, das ist mir egal. Genau, Hauptsache sie hat große... Die inneren Werte zählen eigentlich. Ja, das meine ich natürlich auch. Und dann können wir uns ja gleich mal den nächsten Kandidaten angucken. Der, finde ich, ein bisschen aussieht wie ein Wiener Fiakerkutscher. Mein Name ist Udo, ich bin 57 Jahre und ich suche die Liebe meines Lebens. Genau, und er hat übrigens eine Art von Bauernhof, die es bei Bauer sucht Frau gar nicht besonders oft gibt und die definitiv eine Sache bedeutet, nämlich, er ist reich. Udo führt einen modernen Wein- und Ackerbaubetrieb. Ja, aber seine eigentliche Leidenschaft, die gebührt auf jeden Fall den Kutscherpferden. Mit denen hat er auch eine ganz innige Beziehung. Vielleicht ein bisschen zu innig. Und das hier, das ist unser Bären. Den können wir mit ins Bett nehmen. Ja. Ja, ganz so stürmisch möchte er denn übrigens bei seiner kommenden Frau glücklicherweise nicht sein. Mit der möchte er nämlich vorher noch ein paar andere Sachen machen. Und krasse Küche übrigens. Tanzen gehen, essen gehen. Und den Tag zu beenden mit einem Glas Wein, das ist wunderschön. Einer, der seine Traumfrau schon vor einigen Jahren bei Bauer sucht Frau gefunden hat, ist dann übrigens ein netter Bewohner aus Namibia. Und der ist auch heute noch völlig verliebt. Ich habe auf jeden Fall durch Bauer sucht Frau mein Glück gefunden. Ich habe meine Frau Olivia und wir sind jetzt 2,5 Jahre zusammen. Ja, aber das ist nicht alles Positive, was es über Jörn zu berichten gibt. Denn die kleine Familie wird bald um ein Mitglied reicher. Und wir bekommen ja jetzt Nachwuchs. Wir haben ja einen kleinen Sohn. Denn Olivia ist mittlerweile im 8. Monat schwanger und hat, was das angeht, scheinbar auch eine ganze Menge Glück gehabt. Und wow, ist das da ein geiler Esszimmertisch, den will ich auch. Ich musste nicht alle 5 Minuten wie andere Frauen auf die Toilette frühmorgens rennen. Ja, aber nicht nur da hat sie Glück gehabt, sondern auch bei der Auswahl der kommenden Babyklamotten. Denn die gefällt ihrem Mann auch gleich so gut, dass er sie selber auch nochmal anziehen möchte. Nein, allerdings hat sie für Jörn nicht unbedingt eine Hose vorgesehen, sondern stattdessen einen wundervollen Strampler mit einer Gebrauchsanleitung für Babys. Das ist mal echt praktisch. Ja, die nötig haben, oder was? Ja. Was die sonst noch so treiben, das gucken wir uns später mal an und schauen jetzt erstmal, was es noch so für Kandidaten gibt. Oder in diesem Falle sogar für Kandidatinnen. Moin moin, ich bin Lara, bin 26, komme aus dem schönen Schleswig-Holstein. Tja, allerdings kommt Lara nicht nur aus dem Bundesland mit den bekanntermaßen schönsten Menschen, die es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Und ich bin leider keiner davon. Sondern sie sucht auch keinen Mann. Und ich suche eine smarte und sportliche Frau, die zu uns passt. Tja, und mit uns meint sie ausdrücklich nicht unbedingt ihre normale menschliche Familie. Andere Wesen sind ihr da nämlich deutlich näher. Meine Tiere sind für mich Freunde, Familie, Seelentröster, Freudebringer. Ja, und wenn du jetzt bei Freudebringer schon wieder irgendwas Schlimmes gedacht haben solltest, dann kann ich dir sagen, nein, das hat sie natürlich nicht gemeint. Sondern sie treibt mit ihren Tieren Springsport. Ich bin normalerweise bis zu 30 Wochenenden im Jahr auf dem Turnier unterwegs. Leider hat Lara dann allerdings Pech und wurde von Inka Bause in einer wirklich fürchterlichen Jacke besucht und deren Tierliebe war wie immer wunderschön. Hallo!
Ganz schön laut hier. Wollen wir uns woanders unterhalten? Ja, und dann erzählte Lara Inka, warum sie eigentlich so schrecklich auf Pferde steht. Mit einer für mich etwas merkwürdigen Begründung, ehrlich gesagt. Als meine Mutter schwanger war, ganz am Anfang der Schwangerschaft, ist sie vom Pferd gefallen und hat sich eine Rippe gebrochen. Außerdem hat sie auch kein Problem damit, wenn ihre zukünftige Partnerin ein bisschen älter ist als sie. Ein bisschen hatte ich den Eindruck, als würde sich Inka dann auch noch mal kurz Chancen ausrechnen. Kann gerne auch älter sein als ich, irgendwas zwischen 30 und 40. Oh, 40 ist ja schon ganz schön älter, ne? Der nächste Kandidat, der vorgestellt wurde, gehörte dann übrigens zu einer Kategorie, die es bei Bauersuchtfrau ja auch seit einigen Jahren zu geben scheint, nämlich den Bachelor-Bauern. Hallo, ich bin der Matthias, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Schwaben. Cool, und auch er führt eine wirklich sehr intensive Beziehung zu seinen Tieren, nur antworten diese gemeinen Dinger einfach nie. Hallo Mokkis, guten Morgen, es geht ab. Ja, okay. Und was seine zukünftige Traumfrau angeht, so ist er übrigens, würde ich mal sagen, pragmatisch. Ich suche eine Frau, die zu mir passt. Okay, allerdings bin ich irgendwie ein bisschen unsicher, ob er sich jetzt eigentlich wirklich eine Frau wünscht oder nicht eher seine Familie. Ich hoffe, die gucken dann später nicht bei allem zu. Wenn der Matthias eine Freundin bringen würde, die empfangen wir mit offenen Armen. Naja gut, immerhin besser als mit offenen Hosen. Und er hat übrigens tatsächlich auch noch einige Wünsche, wie er sich dann zukünftig die Abende mit seiner Freundin vorstellt. Ich hoffe, ich bin dabei der Einzige, der dabei ein bisschen an einen Thai-Massageservice denken musste. Eine Frau, Wein trinken, ein Happy End zu haben. Auch der nächste Kandidat wirkt dann übrigens, finde ich, ziemlich sympathisch. Was ist denn bloß mit dieser Staffel Bauer sucht Frau los? Ich bin Thorsten, 52 Jahre jung, komme aus Ostwestfalen-Lippe. Er ist dann übrigens auch einer der wenigen, die in dieser Staffel nicht schon ihr ganzes Leben lang Bauern aus Leidenschaft sind, sondern er hat früher auch noch was anderes gemacht. Praktisch, dann kann er ja alle Arbeitsschritte mit den Tieren quasi selber erledigen. Ich habe ursprünglich Fleischer gelernt und hat mir aber nicht mehr so gut gefallen. Da er ja schon ein bisschen älter ist, hat er in seinem Leben natürlich auch schon einiges erlebt. Aber ich bin mir sicher, auch für ihn bewerben sich trotzdem einige. Ich war auch schon mal verheiratet, habe schon eine erwachsene Tochter, aber bin jetzt wieder bereit. Ja, und apropos bereit, da können wir ja gleich nochmal nach Namibia schauen. Und glaub mir, diese Überleitung passt schon irgendwie. Ich glaube, wir machen es seit der 12. Woche ungefähr regelmäßig. Ja, allerdings machen sie nicht das, was du jetzt schon wieder denkst, sondern nur ein paar Fotos. Damit wir später sehen können, wie sich halt die Schwangerschaft entwickelt hat. Jörn entpuppt sich aber übrigens als echter Profi-Fotograf und gibt richtig gute Anweisungen. Ähnlich gut mache ich das auch immer, was streng genommen schon mal zu einer Trennung geführt hat. Ich weiß nicht, du musst einfach nur machen, glaube ich. Ich muss nur machen, bin ich was, Profimodell oder was? Auch wenn beide vielleicht keine Profis sind, die Fotos am Ende sehen wirklich ziemlich gut aus. Auch wenn diese Kamera gefühlt eine Auflösung von 1x3 hat. Das ist ein schönes. Ja, und das ist auch schön. Ja. Komm, wir machen jetzt Schluss. Dann können wir auch schon wieder zum nächsten Kandidaten weitergehen, weil es noch ungefähr 17.000 in dieser Folge geben wird. Und auch der macht wieder einen sympathischen Eindruck. Hallo, ich bin der Nils, ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus Hessen. Ja, und obwohl er, finde ich, durchaus gut aussieht und auch noch einen sehr, sehr schönen Hof hat, hat es bei ihm mit den Frauen bisher noch nicht so gut geklappt. Wirklich so überhaupt nicht. Der Odenwälder hatte noch nie eine längere Beziehung. Das liegt ihm zufolge allerdings in erster Linie an einer kleinen Beeinträchtigung, die er hat. Er hört nämlich einfach nicht besonders gut. Sobald die ein Date mit ihm hatten und gemerkt haben, ich bin schwerhörig, dann wollten sie mit mir nichts mehr zu tun haben. Ziemlich mies, wie ich finde, denn er hat, was Frauen angeht, finde ich auch durchaus eine ziemlich gesunde Einstellung. Er möchte sie zum Beispiel nicht mal töten. Das ist doch was. Ich suche eine Frau, die auch mit mir leben will. Tja, und außerdem möchte er mit seiner zukünftigen noch so einiges machen. Und wie ich RTL kenne, werden wir das in der Staffel dann mit ganz, ganz vielen Zooms zu sehen bekommen. Ich freue mich jetzt schon. Und ich würde schon die Frau verwöhnen, wenn sie hier auf dem Hof wohnen würde. Der nächste Kandidat heißt dann Matthias und hat, wie ich finde, die allerschönste Anmoderation bekommen. Wer möchte bitte nicht so genannt werden? In Sachsen-Anhalt ist ein gebürtiger Nordrhein-Westfale Herr über 2000 Schweine. Ja, und obwohl er der Herr über die Schweine ist, fehlt auch ihm eine Frau doch wirklich sehr, insbesondere für die zärtlichen Momente. Berührung, ob es halt über den Kopf streicheln ist oder eine kleine Massage am Rücken,
Egal ob bei mir oder bei der Partnerin. Ja, auch das wird RTL uns sicherlich aus 15 verschiedenen Perspektiven dann ganz genau zeigen. Und auch ansonsten hat Matthias übrigens einiges zu bieten. Zum Beispiel gefährliche Killerschweine. Kommen. Und guck dir mal den an hier, der frisst mich hier so an. Guck ja, der ist zu fressen gern. Der nächste Kandidat kommt dann eher wieder aus der Kategorie Bachelorbauer. Ein bisschen vermisse ich ja manchmal Schäfer, Heinrich und Co. Servus, grüßt euch. Ich bin der Peter, 25 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Bayern. Ja, und dort ist sein Hof für insbesondere zwei Dinge berühmt. Zum einen nämlich für mein Lieblingsgemüse und zum anderen für einen Sport, den ich auch mal betrieben habe und dabei fast 17 Menschen getötet. Oder mein Schwerpunkt sind Kartoffeln. Als zweites Standbein haben wir im Betrieb anhängend einen Golfplatz. Tja, und dann weiß ich wirklich nicht mehr, ob das noch mein Bauer sucht Frau sein soll. Denn früher hatten die Bauern immer einen richtig verdreckten Hof und eine ganz, ganz schlimm aussehende Küche. Und plötzlich haben die sogar einen Whirlpool. Ja, natürlich bin ich da lieber zu zweit als alleine da drin. Auch der nächste Kandidat kommt aus Bayern und heißt Hubert. Und seine Flirtsprüche sind eher nur so mittel. Meine Bienen haben ihre Königin schon gefunden. Ich bin noch auf der Suche nach der meinigen. Tja, und Hubert gehört auf jeden Fall definitiv zur sportlichen Sorte. Denn der hat scheinbar Hanteln aus Bienen. Also zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Andere gehen ins Fitnessstudio und toben sich aus. Ich tue mich bei mir zu Hause aus, meinen Bienen. Ja, und was auch immer er da jetzt ganz genau mit den Tierchen anstellt, scheint Wunder zu wirken. Denn sein Honig ist richtig lecker. In 2017 habe ich eine Auszeichnung auf meinen Honig bekommen, weil mein Honig sehr, sehr lecker schmeckt. Der nächste Bauer heißt Dirk und kommt wieder aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein. Und er hat, finde ich, bisher wirklich die mit Abstand beste Ausrede, warum er unbedingt eine Frau braucht. Denn ich habe eindeutig zu viele Lämmer, um sie alle alleine zu knuddeln. Und daher brauche ich dringend Hilfe. Wie die meisten Schleswig-Holsteiner gehört er dann auch zu den Menschen, die wirklich extrem emotional klingen, wenn er was erzählt. Ich finde, er hätte auch genauso gut über die aktuellen Schnitzelpreise sprechen können. Ja, und jetzt wünsche ich mir die große Liebe. Das wünsche ich mir vom ganzen Herzen. Seine Anforderungen an das Gemeinsame mit seiner zukünftigen Partnerin sind übrigens auch vergleichsweise übersichtlich. Aber ich bin ganz ehrlich, gerade das finde ich ziemlich sympathisch. Ja, so viele Paare das halt machen, ne? Einfach leben. Der nächste Kandidat hat dann einen Akzent, der angeblich in Deutschland als einer der unbeliebtesten gilt. Komisch, ich weiß gar nicht warum. Ich bin Andy, 35 Jahre alt. Das ist Drogo. Wir wohnen im schönen Vogtland. Ja, und nachdem ich dann nach dem 7. Anlauf auch schon verstanden habe, dass der Hund Rocco heißt, habe ich mich dann umso mehr gefreut, dass er auf einem so geschichtsträchtigen Hof wohnt. Unseren Hof gibt es jetzt circa seit 200-300 Jahren und er ist halt von Opa zu Sohn immer übergeben worden. Auch er hatte dann Pech und wurde leider von Ilka Bause besucht, die direkt schon wieder geguckt hat, was sie als nächstes essen kann. Was hast du denn da, Süßes? Das sind Gänseküken. Gänseküken, ist das niedlich. Da es allerdings ja leider noch ein bisschen dauert, bis man die in den Ofen schieben kann, musste man erstmal was anderes finden. Gut, dass er auch dafür schon vorgesorgt hatte. Dazu hätte ich ein kleines Schnäpschen vorbereitet. Ein Schnaps? Dann sag ich nicht nein. Auf geht's. Schön finde ich dann übrigens, dass er auch wirklich so ein ganz bescheidener Typ ist, der sich richtig gut selbst einschätzen kann. Das sind immer die Besten. Ich bin eigentlich immer gut gelaunt. Freundlich, hilfsbereit, lustiger Kerl. Naja, und wenn man selbst so großartig ist, dann kann man sich natürlich auf dem Flirtmarkt auch eigentlich aussuchen, was man haben möchte. Dementsprechend waren dann auch seine Anforderungen. Meine Traumfrau sollte humorvoll sein, wengelässig drauf, sag ich mal. Lieb, treu, ehrlich und alles andere. Cool, ich bin mir jetzt schon fast sicher, das wird absolut nicht. Und deswegen gucken wir uns jetzt lieber schnell schon mal den nächsten Kandidaten an. Ich bin der Mike, bin 40 Jahre alt, komme aus dem schönen Osthessen, suche eine Frau, die mit mir humorvoll durchs Leben geht. Ja. Allerdings gibt es bei ihm im Leben nicht nur den Humor, sondern auch noch die Wurstherstellung. Und dann wird die sogar auch noch selbst geräuchert. Ich arbeite gerne in der Räucherkammer, weil wegen dem Geruch. Ja, das kenne ich. Ich habe früher auch immer mit Leidenschaft in alten Zigarettenkippen gebadet, damit ich mich dann besser in der Berliner U-Bahn verstecken kann. Aber sag mal, warum machst du das denn? Dann kann man mal hinten in den Reiferaum gehen und kann sich nochmal eine klauen und kann sie sich mal reinschnubbeln. Ja, und wenn er sich keine Wurst reinschnubbelt, nein, nicht das, was du schon wieder denkst, dann führt er eine intensive Beziehung mit seinem Lieblingshaustier. Hallo Manfredo. Ich lebe in meiner Wohnung mit meiner Schildkröte Manfredo zusammen. Gut, da sich eine Schildkröte allerdings meistens relativ schlecht eignet, um mit ihr ins Kino zu gehen, wünscht er sich natürlich auch eine Frau, und zwar eine, die möglichst nicht so ist wie er. Das ist doch mal eine Aussage. Meine Traumfrau sollte impulsiver sein wie ich, weil ich relativ ein stiller, ein ruhiger Typ bin. Der nächste Kandidat ist dann offenkundig der Oldie in dieser Staffel und steht ein bisschen verkrampfter da als ich bei meiner Konfirmation. Ich bin Rupert, ich bin 61 Jahre aus Bayern.
Ich suche eine Frau fürs Leben. Naja, und Rupert hat mit viel Lebensfreude und einem wunderschönen Hof so einiges zu bieten. Das Wichtigste ist aber natürlich noch was ganz anderes. Was für ein Traummann. Und ich glaube, ich kann auch ganz nett sein. Auch Hobbys hat Rupert übrigens einige. Das hier fand ich neben Quadfahren mit Abstand am beeindruckendsten. Ich esse gern Kuchen, Nachmittag ist für mich wichtig, Kaffeekuchen. Ja, und in dieser Angelegenheit muss ich wirklich mal eine Sache loswerden. Ich habe selten jemanden in einer Mikrowelle Kuchen so liebevoll aufwärmen sehen. Ich kaufe den, weil Backen ist nicht so meine Sache, weil das einfach sehr zeitaufwendiger ist. Auch der nächste Kandidat kommt dann wieder aus dem tiefsten Süden. Gefühlt gibt es in dieser Sendung irgendwie immer nur Schleswig-Holstein und Bayern. Ich bin Andreas aus dem schönen Oberbayern. Ich bin 40 Jahre alt und suche die Frau zum Familiengründen. Auch er scheint jetzt nicht unbedingt zu den ärmsten Bauern zu gehören und baut sich deswegen gerade noch mal einen Palast. Noch lebt Andreas auf einer Baustelle, aber bis zur Hofwoche soll hier alles fertig sein. Naja gut, erfahrungsgemäß wird das natürlich nicht klappen und seine Hofdamen wohnen dann in irgendeinem halb renovierten Zimmer. Aber immerhin gehört er definitiv zu den Menschen, die eher auf die inneren Werte achten. Und das ist doch wirklich schön. Ich sage immer, das Aussehen verändert sich, aber das Herz und der Charakter bleibt der gleiche. Gut, und dann sind wir auch schon beim vorletzten Kandidaten angekommen. Und oh mein Gott, der kommt tatsächlich mal nicht aus Bayern oder Schleswig-Holstein. Ich bin der Olaf, komme aus Brandenburg, bin 59 Jahre alt. Er ist insofern übrigens ein etwas ungewöhnlicher Kandidat, weil ihm auf der linken Seite die Hand fehlt. Aber das beeinträchtigt ihn offenkundig überhaupt nicht. Traktorfahren ist kein Problem, mit einer Hand ist alles kein Problem. Das stimmt, denn er kann tatsächlich wirklich alles mit einer Hand, was andere Menschen auch können. Zum Beispiel seinen Pferden relativ unpassende Namen geben. Dakota, Taube, komm mal her, komm. Naja, und außerdem kann er dann auch noch Ilka, die schon wieder nur gekommen ist, um irgendwas zu essen, erzählen, was er sich für eine Frau wünscht. Und bei der kommt es ihm dann eher auf die Talente an. Aber wenn die Frau zum Beispiel backen könnte und ein bisschen Kochtalent hätte, dann habe ich nichts dagegen. Naja, allerdings ansonsten weiß er eher nicht, wie die Frau seiner Träume sein soll, sondern eher, wie sie nicht sein soll. Ich brauche kein Couchpotato, kein Mauerblümchen. Und dann sind wir auch schon beim letzten Kandidaten für heute angekommen und der ist nochmal ein echtes Highlight, denn der ist kein Bachelor-Kandidat, sondern ein super Bachelor-Kandidat. Ich bin Björn, bin 32 Jahre alt und komme aus dem Westerwald. Ja, und der sieht nicht nur relativ gut aus und scheint mittelmäßig reich zu sein. Nein, der hat auch noch ein Hobby, um das ich ihn ein bisschen beneide. Meine größte Leidenschaft ist die Musik. Ich spiele als Gitarrist in einer Coverband. Okay, jetzt aber mal ganz ehrlich, wie kann man denn bitte mit diesen Voraussetzungen keine Frau haben? Du musst doch bestimmt andauernd welche kennenlernen. Aber für mich war noch nicht die richtige dabei. Tja, und das mit der richtigen wird definitiv so langsam Zeit. Das findet insbesondere seine Mama. Ich glaube, wenn er Pech hat, wird er direkt danach auch nochmal bei Schwiegertochter gesucht angemeldet. Wäre ja schön, wenn dir demnächst auch mal jemand anders da helfen könnte, ne? Oder? Vielleicht, wenn ich Glück... Immer nur ich. Gut, und das war es dann tatsächlich auch schon wieder mit dieser Folge von Bauer sucht Frau. Die eigentliche Normalo-Staffel gibt es dann wahrscheinlich wie immer erst im Dezember. Aber wenn dir dieses Video gefallen hat, dann tun das bestimmt auch meine meisten anderen und du kannst sehr, sehr gerne meinen Kanal abonnieren und außerdem dem Video aus Algorithmusgründen noch einen Daumen nach oben geben. Aber das musst du streng genommen sowieso alles tun, denn sonst ist auch bei dir bald der einzige Freund eine Schildkröte. Das ist schon ein bisschen traurig.